Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Episode meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Ja, es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dir die Folge zur ketogenen Ernährung nicht entgehen lässt. Ja, seit inzwischen über 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Sachen gesunder und typgerechter Ernährung und auch nach 54 Wettkampfdiäten, muss ich gestehen, ist das Kochen noch kein richtiges Hobby von mir geworden. Gutes Essen dagegen schon. Ja, ich tue es einfach, weil ich weiß, dass mir das richtige Essen gut tut und es wichtig ist. Bei meinem heutigen Gast ist das mit dem Kochen ganz anders. Er kocht leidenschaftlich gerne, denn er ist Koch. Meinen Gast habe ich vor kurzem auf der Plattform LinkedIn kennengelernt und da wir uns beide für Ernährung und gutes Essen interessieren, haben wir hier eine Gemeinsamkeit. Ja, mein Gast ist der erste Keto-Koch Deutschlands. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Erhan Korkmaz aus Berlin. Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung. Also das wird mir bestimmt viel Spaß machen, jetzt auch mit Diabetes zu kombinieren. Halt, ich habe mich auch ein bisschen informiert, halt die ketogene Ernährung kann man fast überall bei jedem Krankheitsbild fast durchführen. Deswegen finde ich das super, dass du mich angesprochen hast daraus auf dem Podcast. Ja, klar, gerne. So, dann starten wir mal gleich durch, weil ich habe natürlich auch, klar, wir beschäftigen uns beide mit Ernährung. Und da habe ich natürlich mal ein bisschen geguckt. Es gibt heutzutage die unterschiedlichsten Ernährungsweisen. Also es gibt die Vegetarier, Ovo-Lacto-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Flexitarier, Frutarier, Pestetarier, Veganer, Pudding-Vegetarier kannte ich auch noch nicht. Also ganz fasziniert bin ich gewesen. Low-Carb, ketogene Ernährung, Trennkost, Paleo bzw. die Steinzeit-Diät, Rohkost. Meine Güte, vermutlicherweise habe ich das ein oder andere noch nicht aufgezählt. Verzeiht mir das bitte, aber wahnsinnig viel, welche Ernährungsformen es alles gibt. Und heute soll die ketogene Ernährung und auch die ketogene Diät unser Thema sein. Ja, davon hat sicher der ein oder andere Hörer, Hörerin schon einmal was gehört. Ich muss gestehen, dass ich allerdings eher unbewusst in den Wettkampfvorbereitungen tatsächlich überwiegend ketogen gegessen habe. Jeder Athlet hat hier allerdings immer auf seinen Körper selber auch zu achten. Jeder ist individuell, jeder hat eine andere Ernährung und muss halt gucken, wie die Nahrungsmittel anschlagen. Ja, jetzt aber zur ketogenen Ernährung an sich. Würdest du uns verraten, Erhan, wie du auf die ketogene Ernährung überhaupt aufmerksam geworden bist, was sich dahinter verbirgt, dass hier die Hörer und Hörerinnen doch hier mal was dazu hören, die sich da jetzt hier drüber informieren möchten? Also zur ketogenen Ernährung habe ich erst 2013 gehört. Ich arbeite ja in der Gastronomie. Ich habe ganz normal Koch gelernt. Und ja, über die Jahre hat man halt dann die ungewollten Funde auf den Hüften gehabt. Unwohlsein hat auf die Gesundheit fast geschlagen. Halt, ich habe mich unwohl gefühlt. Kurzatmigkeit und. Und dann wollte ich abnehmen. Für mich war in erster Linie halt beim Abnehmen halt das Wichtigste, dass ich meine Fettmassen verliere. Und zwar wollte ich meine Muskelmasse behalten. Was nützt mir ein Abnehmen, wenn ich auch gleichzeitig meine Muskelmasse verliere? Mhm. Und dadurch bin ich zu ketogenen Ernährung gekommen. Das war damals fast gar nicht hier verbreitet in Deutschland. Ich habe mir erstmal so ein Buch geholt, das hieß Die Weizenwampe. Das ist ein Kracher geworden in der ganzen Welt. Es ist sehr bekannt, halt von, sehr so bekannt, einem, von so einem amerikanischen Arzt. Das habe ich mir durchgelesen und er hat gesagt, halt, das ganze Übel kommt von dem Weizen, das auch über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auch gentechnisch verändert worden ist, dass es ertragreich ist, halt. Und seitdem, wie Menschen diese ganzen schlechten Kohlenhydrate nehmen sozusagen, wie ich sage es dazu immer, sind halt diese ganzen Übergewichte, diese ganzen Zivilisationskrankheiten dann explosionsartig zu den Menschen gekommen halt. Die Menschen haben sich dann halt
über die Jahrzehnte halt ungesund ernährt. Und ja, irgendwann rächt sich der Körper, sage ich mal. Ne? Und ja, und danach habe ich gesagt, Kohlenhydrate weglassen, in die Ketose kommen, und nach 3-4 Tagen kommt man in die Ketose, und dann nimmt sich der Körper selber diese Fettreserven als Energiequelle. Die Leber stellt dann Ketone her, das sind halt diese Ketone aus den Fettreserven, und dadurch versorgt der Körper seine ganzen Organe und damit. Ja. Und das geht dann halt massiv innerhalb wirklich kürzester Zeit sind die Fettberge geschmolzen, also fast reine Fettmasse ist weggegangen, und ich war überwältigt gewesen. Dann habe ich gesagt, ich muss mich weiter so ernähren, und ich muss auch das den Leuten irgendwie Bescheid geben, halt, dass so eine Ernährungsform da ist, die nicht einfach so irgendwelche Abnehm-Dings hier verspricht, wo ein Jojo-Effekt auftritt, also ohne zu hungern, ohne sich zu quälen, halt, wenn man sich strikt daran hält, dass da innerhalb von kürzester Zeit wirklich super Erfolge damit erzielen kann. Das heißt, im Endeffekt aber Disziplin und Durchhaltevermögen muss natürlich dabei sein, oder? Natürlich, ja. Natürlich. Also ist es egal, was man macht, man muss immer diszipliniert sein, sei es jetzt eine Diät oder sonst was. Ohne Disziplin läuft nicht. Man darf nicht irgendwie schwach werden. Halt, ich habe auch vor 14 Jahre, 2006 habe ich mit dem Rauchen aufgehört, da hatte ich 2 Schachteln geraucht, da habe ich auch sehr viel Disziplin gebraucht, um von den Zigaretten loszukommen. Ne? Ja, man muss es halt auch wollen, ne? Der Wille muss einfach da sein, und dann kann man das auch durchhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, man tut ja eben halt für seine Gesundheit, und Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Ne? Wenn man die Notbremse nicht zieht und irgendwas dagegen unternimmt, hat man dann mit den Folgen zu rechnen. Ja. Wenn ich jetzt nochmal zur ketogenen Ernährung kurz zurückgehe, das heißt, welche Nahrungsmittel oder welche Nährstoffe sind überwiegend dann in dieser ketogenen Ernährung zu finden, und welche finde ich eher nicht? Also du hast schon erwähnt, der Weizen wird nicht aufgenommen in dem Falle. Genau. Also unter Weizen, ich denke mal, viele meinen dann natürlich eben hauptsächlich das Brot. Da sind aber auch Nudeln dabei, ne? Also alles, wo Weizen einfach integriert ist. Und wir haben ja sehr, sehr viele Nahrungsmittel mit Weizen. Genau. Und zwar Brot. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Vollkorn und Weißmehl. Das sind alles für mich Kohlenhydrate. Die schießen auch alle Blutzucker hoch. Der eine bisschen schneller, der andere bisschen langsamer. Kartoffeln gehören dazu, Reis gehören dazu, Früchte, sehr viel Fruchtzucker enthalten die Früchte auch, die gehören dazu, halt Süßkartoffeln, sowas nehme ich nicht, halt stärkehaltiges Gemüse nehme ich nicht, also ich nehme meistens nur grünes Gemüse. Die Ernährung ist wirklich fantastisch, weil ich habe anfangs mich falsch ernährt, ich habe mich ketogen ernährt, aber irgendwann hält man es nicht durch. Man muss es auch richtig machen, die ketogene Ernährung. Man muss auch die richtigen Gemüse dazu nehmen. Halt die meisten, wenn man jetzt hier irgendwie im Instagram irgendwie rumsurft und auf irgendwelche Profile kommt, dann sieht man die meisten, die strahlen ja richtig vor und sagen, wie schön Keto ist, aber die Leute siehst du nach ein paar Monaten nicht mehr, weil die das total falsch machen. Die bauen da keine Nährstoffe rein, keine Vitamine rein, die ernähren sich hauptsächlich von Fettmassen und Fleischbergen, und das habe ich anfangs gemacht, die ersten 1-2 Jahre, und das hält man nicht durch, das ist zu einseitig. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich das anders machen. Ich mache das jetzt so, dass ich da sehr viel Gemüse mit einbaue, Ballaststoffe mit einbaue, und das ist sehr wichtig halt, und das mache ich jetzt seit 1,5-2 Jahren komplett wieder mal ununterbrochen, ohne Probleme, leicht durchzuführen. Das wäre jetzt eben meine nächste Frage gewesen. Du hast eben vorher gesagt, man kommt relativ schnell in die Ketose. Das heißt, merke ich denn irgendwie, wenn man in die Ketose kommt? Also ich denke, beim einen wird es ein bisschen schneller gehen, beim anderen ein bisschen langsamer, ist ja immer sehr, sehr individuell. Aber gibt es einfach so einen ausschlaggebenden Punkt, wann ich es merke, wann ich mich in der Ketose befinde, dann eben auch ans Fett zu kommen und diese Fettverbrennung dann auch zu haben? Also die ersten paar Tage hat man erstmal so ein, so Kopfschmerzen, ein bisschen unangenehm halt. Der Körper, ich sag's immer wieder, diese Kohlenhydrate wirken wirklich wie Drogen, Zucker und alles Mögliche. Man merkt das halt, man wird
je mehr man, also zu der Ketose, je länger man zu der Ketose kommt, desto klarer wird man im Kopf. Man kann sich besser konzentrieren, man ist ein bisschen aufgeweckter, allgemein Wohlbefinden hat sich dann verbessert. Halt, manch einer sagt, ja, also ich merke das nicht, diejenigen, die das nicht, aber die Mitmenschen, die merken das, dass man Mundgeruch kriegt dadurch halt. Das ist sind die Ketonkörper, ja, die man ausatmet, ja, ne, auf, ja, der Seite. Ja. Und ja. Wenn man sieht, dass man keine Menschen drumherum hat, dann weiß man, dass man sozusagen in Ketose ist. Ja. Schließlich gibt es dann halt diese Urinal-Sticks halt, wo man probiert, wo man da halt sein Urin reinmacht, und dann kann man dann wissen, dass man in Ketose ist halt. Mhm. Wie gesagt, wenn man in der Ketose ist, dann merkt man das auch, dass man ist so energiegeladen, man könnte Bäume ausreißen, allgemein Wohlbefinden hat sich dann extremst verbessert. So ist es bei mir. Und dann merke ich halt, dass ich in Ketose bin. Halt nach 6, 7, 8 Jahren merkt man dann halt, hat man so sofort ein Gefühl dafür. Ja. Wichtig wäre jetzt vielleicht auch mal noch genau eben diese Kopfschmerzen, diese Symptome, die man am Anfang hat bei der Umstellung, das ist ja wie Entzugserscheinungen, ne? Also dieser Zuckerentzug kommt eben natürlich dann wirklich zum Vorschein, und dieses Leistungsfähige, dieses eben klar im Kopf, konzentriert sein, fitter sein, weil natürlich der Körper auch ganz anders verstoffwechselt, also kann ich auch aus meiner Erfahrung da dazu beitragen und eben auch bestätigen, dass es dann auch wirklich so ist. Genau. Ja. Der Zusammenhang jetzt, genau, von dieser ketogenen Ernährung und Diabetes, da würde ich nochmal ein bisschen gerne einhaken. Du hast eben gesagt, kohlenhydratarm, genau, sind natürlich auch viele Nahrungsmittel dabei, die Diabetiker meiden sollten oder eben auch weniger essen sollten. Aber ja, wie lange kann man denn auch diese ketogene Ernährung dann eben auch durchführen? Weil natürlich auch bei den Diabetikern, die wissen natürlich, Diabetes Typ 2 natürlich hauptsächlich, dass sie an der Ernährung was machen sollen. Aber es geht ja auch immer um das Durchhalten. Also anfangen tun ja viele. Und dann eben, wie lange kann ich denn diese ketogene Ernährung einfach machen? Du hast jetzt vorher gesagt, eben schon ein bis zwei Jahre. Wie lange kann ich das tatsächlich durchhalten? Also, wie gesagt, ich sage immer dazu, solange man sich nicht einseitig ernährt, sondern halt diese Nährstoffe mit einbaut, Gemüse, Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemente, alles, dass man irgendwie sich wirklich abwechslungsreich ernährt, dass da keine Langeweile auftritt, das kann man wirklich sehr, sehr lange durchhalten. Halt, das ist ja kein Durchhalten, man kommt ja von den schlechten Lebensmitteln weg. Das ist für mich kein Entzug oder irgendwie Qualen verbunden oder so. Halt, für mich ist das der richtige Weg. Die Menschen, die sich irgendwie ein Jahr lang ketogen ernähren und später irgendwann mal im Laufe der Zeit, das kommt auch bei mir ab und zu mal vor, dass wenn Geburtstage anstehen, wenn dann die Kinder einen Kuchen dir bringen, dann sage ich nicht nein, dann esse ich. Aber dann sehe ich zu, dass ich innerhalb von kürzester Zeit wieder in Ketose komme, weil ich möchte diese Qualität beibehalten. Mhm. Also die Qualität, ja. Das heißt also in dem Moment, auch wenn ich mal eingeladen bin oder wenn ich mal eben im Restaurant bin oder auch ein Geburtstag da ist oder auch mal ich zum Brunch eingeladen bin oder so, dann kann ich also doch auch zwischendrin mal was anderes dazu essen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade zur ketogenen Ernährung passt, und kann dann nachher auch wieder einwandfrei in die Ketose kommen, oder? Ja, klar, ja. Aber das soll nicht so Überhand gewinnen, halt, das sollte man wirklich an einer Hand im Jahr abzählen sollen. Okay. Gibt es jetzt für dich eigentlich ein spezielles Ereignis in Verbindung mit Diabetes dann, weil wir ja hier natürlich hauptsächlich... Auf jeden Fall. Würdest du uns da ein bisschen mitnehmen dazu, uns ein bisschen davon erzählen vielleicht? Diabetes, mein Vater ist Diabetes Typ 2, schon seit über 20, 25 Jahren halt. Okay. Er ist auch weit über 80 mittlerweile, und ich kann ihn leider nicht dazu bringen, zur ketogenen Ernährung.
Er sagt zu mir immer, ich sei verrückt, weil ich kein Brot esse und sowas, weil ich nie satt werde. Er ist ja aus einer anderen Generation. Mhm. Die mussten immer lernen, halt sowas Brot zu essen, damit die auch satt werden halt. Familiär, meine Mama ist Typ 1, sie nimmt Medikamente. Und Papa wird spritzig das. Und deswegen habe ich auch gesagt, auch unter anderem, es ging mir nicht nur um dieses Abnehmen, sondern auch, es ist ja auch erblich bedingt bei Diabetes. Ne? Mhm, und genau. Ich habe gesagt, ich muss auch was dagegen tun, nicht, dass ich das auch kriege halt. Deswegen ist das familiär halt bedingt. Meine Frau hatte das auch gehabt, Schwangerschaftsdiabetes, aber das ist jetzt mittlerweile vorbei, aber halt hauptsächlich bei meinen Eltern. Ich sag's, ich kann denen nicht genug sagen, dass sie sich von diesen Zeugs fernhalten sollen. Die sagen, die essen Schwarzbrot, aber ich sage, Papa, dieses Schwarzbrot, was du kaufst vom Discounter oder sonst wo, das ist alles gefärbt. Mhm. Das hat mit Vollkorn nichts zu tun, das hat damit gar nichts zu tun halt. Also die versuchen mir das immer vorzusetzen, halt, ich esse da meistens nicht, die machen sich da Sorgen halt, aber ich sage denen immer wieder, mir geht so viel besser gesundheitlich. Ist natürlich in dem Alter sehr, sehr schwierig, natürlich eben, weil diese Generation ganz anders aufgewachsen ist, aber vielleicht erreichen wir hier durch die Empfehlungen doch den einen oder anderen, der sich das dann noch überlegt und doch auch mal ein bisschen auf die Kohlenhydrate hier achtet natürlich, ganz klar. Ich hätte noch einen Zusatz vielleicht für die Diabetiker jetzt, die hier zuhören, weil die Diabetiker natürlich bei dem Wort Ketose und Ketonkörper immer sehr, sehr vorsichtig natürlich werden, weil das natürlich genau eins ist, wo sie sehr, sehr drauf achten müssen bei der ketogenen Ernährung. Einfach hier als Information, werden nicht so viele Ketonkörper im Blut produziert, die hier irgendwie dementsprechende Mengen, wo hier Probleme machen könnten. In anderen Situationen müssen die Diabetiker einfach aufpassen. Aber bei der Ernährung ist es noch sehr, sehr wenig. Ja, ich habe... Genau. Ja, was ich noch zur Diabetes sagen kann, halt, ich habe... ich weiß jetzt nicht, es ist immer so halt mit diesen Kohlenhydraten, das ist wie eine Achterbahnfahrt, die Bauchspeicheldrüse ist ein Hochleistungsorgan, hoch und runter, wenn man sich jetzt 20, 30, 40 Jahre lang so extrem ernährt halt, und dann sind ja noch diese ganzen Fastfood und diese ganzen Fixprodukte überschwemmt worden, dieser Markt halt, und die Leute ernähren sich nur. Man ist immer im Hungermodus, Bauchspeicheldrüse produziert nonstop Insulin und irgendwann rächt sich das halt. Ich sage auch, ist es nicht nur erblich bedingt, halt auch durch diese falsche Ernährungsform reizen wir das auch. Wir provozieren auch Diabetes, ehrlich gesagt. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Also vollkommen hast du recht. Also um das geht's einfach. Wir haben gerade hier in der Familie gestern nochmal gesprochen und ich fand's auch wahnsinnig, wenn man mal so durch den Supermarkt läuft und einfach mal so schaut, wie viel Fertigprodukte tatsächlich bei uns in den ganzen Regalen, in den Geschäften stehen, und einfach auch mal überlege, welche Nahrungsmittel bekomme ich unverarbeitet. Das sind nicht mehr viele in unseren Regalen hier. Und da allein die ganzen Fertigprodukte, man weiß teilweise nicht, was drin ist, und es wird so extrem mit Zutaten gearbeitet. Also ich bin da immer wieder schockiert, was wir hier alles in den Regalen stehen haben und was die Leute sich alles in die Einkaufswägen einpacken. Ja, halt, ich habe auch letztens meiner Frau gezeigt, halt, sie ist ja auch so eine Naschkatze, sie hat wirklich sehr, sehr viel genascht vorher. Ich habe sie auch vor 6 Monaten dazu gebracht. Nach dem vierten Kind war sie fast 90 Kilo. Mittlerweile, nach 6 Monaten, ist sie jetzt auf 64, 65 Kilo, wankt sie halt. Cool, sie hat auch reine Fettmasse verloren. Gut, super.
Ja, irgendwie habe ich ihr auch gezeigt, halt mit dem Supermarkt halt. Ich habe gesagt, guck dich mal bitte hier um. Hier ist in dem ganz großen Supermarkt ist ein Bruchteil, was gesund ist, ja, was unverarbeitet ist. Alles Restliche ist verarbeitet. Die Leute sollen ständig im Hungermodus sein, damit sie ständig immer wieder diese Sachen kaufen und halt diese Leute noch reicher machen. Ja. Deswegen ist das bei der Ketose, ist bei der ketogenen Ernährung, man hat diesen Hungerattacken nicht. Man hat nicht diese, man ist satt. Man ist fast den ganzen Tag satt. Man ist ein, zwei Mal am Tag und man ist satt. Man hat nicht einen Verlangen. Ich habe, als ich mich nicht ketogen ernährt habe, halt, wo ich in Restaurants gearbeitet habe und immer wieder probiert habe und hier genascht habe, dort genascht habe, ich war ständig hungrig. Nach der Arbeit bin ich noch nach Hause gekommen, habe noch zu Hause gegessen, weil ich auf Arbeit gar nichts gegessen habe. Für mich heißt Essen, hinsetzen und dann essen. Aber die ganzen Sachen, die 8 Stunden, wo ich überall genascht habe, die habe ich gar nicht dazu gerechnet. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, ja, genau. Erhan, eine Frage, du wohnst und arbeitest in Berlin in dem Falle. Na, wo findet man dich denn? Kann man denn irgendwo ketogen essen, wo du nee, arbeitest? Oder? Nein, leider nicht. Ich arbeite jetzt zurzeit, das Restaurant, wo ich jetzt gearbeitet habe, hat jetzt auch zu Corona bedingt. Ach, Corona, genau. Wir haben ja. Ja, genau. Ja. Und und die Leute, die machen da mediterrane Küche, aber ketogen nicht. Aber ich probiere auch, viele sagen zu mir auch, kritisieren auch, dass das dieses Fleischkonsum extrem zu hoch ist und sowas. Fleisch, ja, Fleisch hin, Fleisch her. Ich bin auch dabei, als ich bin auch Koch, ich bin auch gefordert halt. Ich versuche auch jetzt, versuche ich zu Hause irgendwelche Sachen zu machen, keto-vegan. Mir reichen jetzt diese ganzen veganen Sachen nicht aus. Ich möchte keto-vegane Sachen probieren. Ich habe ein paar Mal Burger gemacht, halt qualitativ viel, viel besser als die Super-Hype-Burger, die man hier im Supermarkt kriegt, die über 20, 30 Zutaten haben. Ich habe es gerade mal mit 10 natürlichen Zutaten hingekriegt, ohne Hefeextrakte, ohne Geschmacksverstärker. Das geht wunderbar. Ich denke mal, die Richtung zeigt dorthin, dass die ganzen Menschen irgendwann mal in 20, 30 Jahren vom Fleisch vielleicht wegkommen und dann solche Sachen durch Erbsenprotein sich keto-vegan ernähren können, um irgendwie gesünder zu leben halt. Mhm. Das ist meine Vision halt, dass man sich dann irgendwann mal keto-vegan ernährt. Ja, es gibt natürlich es sind so viele unterschiedliche Menschen hier und ich finde, die Ernährung ist so genauso einzigartig und individuell, wie wir alle sind. Und es gibt so viel, was man sich da raussuchen kann, was einem selber einfach auch gut tut und dieses dann eben auch in die Ernährung und ins Essen mit einfließen lassen kann. Du hast jetzt schon Gerichte angesprochen, Rezepte, was du immer ausprobierst. Das dürfen wir natürlich auch hier ein bisschen publik machen, dass auf deinem Instagram-Profil es viele deiner Gerichte in unterschiedlichsten Variationen zu sehen sind. Und da ist bestimmt für den einen oder anderen auch was dabei. Und auf jeden Fall. Frage natürlich, wo bekommen die Hörerinnen und Hörer die leckeren Rezepte denn nachher zum Nachkochen vielleicht? Ja, ich bin jetzt dabei, mit einigen Verlagen zu verhandeln halt, mit dem bin ich in Kontakt halt und ich möchte das als so ein Buch rausbringen. Super. Ja, und ich möchte halt, dass die Leute auch wirklich, meine Vision ist, dass die Leute sich nicht großartig umstellen müssen. Die müssen sich ohne Umstellen einfach Keto ernähren. Das ist meine Vision und das ist wirklich machbar. Halt, wenn man jetzt die Gerichte anguckt, manche sehen richtig schwer aus nachzukochen, aber die sind überhaupt gar nicht, man muss gar nicht sich großartig umstellen. Viele sagen, ja, viele werden jetzt irgendwie negativ beeinflusst von anderen Leuten. Ja, du musst dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Das ist überhaupt gar nicht. Man muss nur einige Zutaten kaufen und mit den Zutaten kann man halt wunderbar ketogen kochen. Also wäre es auch was für mich, weil ich natürlich nicht unbedingt diejenige bin, die gerne lange in der Küche steht. Nee. Genau. Ist ja jetzt bei uns in den Rezepten Gott sei Dank auch so, genau.
Es ist immer gut, wenn es einfach ist, schnell geht und man eben dann auch gesund essen kann und dementsprechend auch satt ist danach. Genau, Ja, also ich eiweißreich sag's, macht ja auch satt. ja, auf jeden Fall, ich sag's ja auch immer wieder, wenn man jetzt zur Zeit, heute zum Beispiel etwas kocht, ich bin ein, wenn ich für den nächsten Tag noch nebenbei noch für die 10 Minuten noch was vorbereiten kann, was nächsten Tag mich eine Stunde oder 1,5 Stunden kosten, mache ich das noch nebenbei noch und dann hat man nächsten Tag überhaupt keinen Stress. Man steht eh 20 Minuten, 30 Minuten in der Küche und dann hat man die 10 Minuten eh dafür, Ja, wenn genau. man was Aufwendiges haben will, wenn man Gäste haben will. Ich habe mir einen Sous-Vide-Stick geholt. Du brauchst nur einen Vakuumierer und dann kannst du Sous-Vide garen machen. Du kannst die Sachen vakuumieren und wenn du Gäste hast, schmeißt du das in den Wasserbad und die erstens das Essen geht von alleine. Du musst nur ein Süßchen dazu machen. Das ist auch überhaupt kein Problem und die Leute sind begeistert davon. Ja, super Tipp schon mal gleich nochmal hier zum Ne? Schluss jetzt. Ja. Genau. Ja, und Ja. unser Gespräch würde ich tatsächlich gerne noch mit deiner Kernbotschaft abschließen, die du mir schon verraten hast. Und zwar, wir müssen lernen, gesund und ausgewogen zu kochen. Und dem kann ich nämlich nur zustimmen, würde ich genauso auch unterschreiben und würde noch ein bisschen was gerne ergänzen wollen dazu. Und zwar, Ja. wir müssen wieder lernen, gesund und ausgewogen zu kochen und auch zu essen, sowie unserem Körper die Nährstoffe zuführen, die er benötigt. Genau, und zwar auch keinerlei Geschmacksverstärker, künstliche irgendwelche Sachen, diese Brühen, auch wenn es vegan ist, wenn es bio ist, das braucht man überhaupt nicht. Man braucht nur gute Gewürze zu Hause. Weil dort ist alles schön umschrieben. Glutamat ist verteufelt worden. Was ist jetzt da? Was steht da hinten auf der Rückseite? Hefe exakt. Das ist nicht das, das ist für mich das Gleiche halt. Das geht auch an die Gesundheit. Das ist auch ein künstlicher Geschmack. Also natürlich sagen die das. Für mich ist das auch ein Geschmacksverstärker. Das hat gar nichts in der Küche zu tun, zu suchen halt, wenn man die Inhaltsstoffe anguckt. Da wimmelt es von solchen Sachen. Deswegen dürfen wir diese Sachen überhaupt gar nicht erst nach Hause bringen. Ja, super, wunderbar. Also von daher noch von dir nochmal so zum Schluss nochmal ein Tipp ganz kurz. Welches Gewürz darf denn in der Küche auf keinen Fall fehlen? Was würdest du sagen, Oh. muss auf jeden Fall da sein? Also ich habe zu Hause wirklich 20, ich sag immer, sieht zu, dass ihr 20 bis 30 Gewürze zu Hause habt, da könnt ihr alles Mögliche zaubern. Da könnt ihr auf mein Instagram-Profil gehen, dann könnt ihr von Amerika bis nach Asien alle Gerichte damit kochen halt. Also es braucht auch nicht viel, viel Platz. Dann kann man wirklich sehr, sehr vielfältig kochen. Okay, Also. super, wunderbar. Erhan, das sind so viele tolle Tipps und wieder ganz tolle Informationen gegeben. Es hat mir jetzt große Freude gemacht, mit dir über mein Lieblingsthema, die Ernährung, zu sprechen. Und mit einer guten, typgerechten Ernährung kann man einfach so viel für seine Gesundheit tun. Es fasziniert mich immer und immer wieder aufs Neue, was da möglich ist. Ich möchte Ja, mich, ja, Entschuldigung. ich wollte mich auch bei dir richtig herzlich bedanken dafür halt, dass ich jetzt die Möglichkeit bekommen habe, auch jetzt die Ernährung ein bisschen publik zu machen und was ich noch jetzt hier wegen Corona sagen wollte, Corona hin, Corona her, ich bin überhaupt kein Querdenker oder sowas. Ich bin auch kein Arzt oder sonst irgendein Fachmann, Wissenschaftler, aber was ich jetzt hier seit 1,5 Jahren für Mist höre, keiner von den Wissenschaftlern, von den Ärzten, von den Virologen sagen uns, hey, seht mal zu, dass ihr euer Immunsystem stärkt. Ja? Dass wir gewappnet gegen Viren. Das fehlt mir irgendwie. Der Mensch muss sein Immunsystem stärken, um irgendwie gewappnet zu sein. Halt, zu sowas einfachen kommen die gar nicht, den Leuten zu sagen, halt einfach direkt durchs Impfen. Ja, und von daher haben wir natürlich auch die besten Möglichkeiten, mit der Ernährung hier einiges für unser Immunsystem zu machen und auch mit den, wie du vorher auch schon erwähnt hast, mit den richtigen Vitaminen, mit den Mineralstoffen, Spurenelementen und eben den richtigen Nährstoffen uns tatsächlich gesund zu halten und unser Immunsystem dementsprechend aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und ganz, ganz wichtig für jeden einfach, um sich da Ja. selber auch zu schützen und selbst auch wieder was zu tun, die Eigenverantwortung zu haben, wie auch eben bei Diabetes, auch wieder selber es in die Hand zu nehmen und sich da einfach was Gutes zu tun.
Ja, und gerade auch bei Diabetes, auch bei allen anderen Krankheiten ist es auch der Fall, halt keine verarbeiteten Produkte. Man weiß wirklich nicht, was da drin ist. Man braucht sich nur da ist überall Zucker drin. Die ist alles anders genannt worden, halt Dextrose, Maltodextrin, alles Mögliche. Es ist ein und dasselbe halt, was wirklich an die Gesundheit geht und was an unserer Gesundheit auch nagt. Ja, jetzt möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ich danke dir, Silvia. Vielen Dank. Freut mich sehr. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes, was jetzt?